Herzlich willkommen wieder zurück bei heißen Mädels, knappe Sachen, alles andere, was Panzer nicht haben. Willkommen zurück bei Christian Angel 3000 und mit einer weiteren Folge von Girls and Panzers Dream Tank Match. Ja, es gibt eine neue Folge. Der Grund dahinter liegt einfach darin, ein guter Kollege hat mich angesprochen. Hey, wann gibt's die nächste Folge? Und hier ist sie, meine Damen und Herren. Und ja, wir machen einfach dort weiter, wo wir aufgehört haben, denn in der letzten Folge haben wir die Story gespielt und wir haben in dem letzten Kapitel sozusagen, also in der letzten Folge, gewisse Sachen freigeschalten wie Domination Battle, Extra Match und Free Match. Und ja, ich habe auch angesprochen, hey, lass uns doch einfach mal die kleinen Nebensachen mal machen und mal schauen, was uns da in dem Sinne erwartet. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf Free Match. Müssen wir natürlich mit Kreis bestätigen. Wir haben hier Rules Set Battle. Okay, also wir haben Golfkurs, nehmen wir mal so, Team Rot, Team Blau. Annihilation Battle, okay. Flag Battle, 5 Minuten. Ja, machen wir einfach mal Flag Battle. 5 Minuten Time Limit. So, Teams. Jo, also wir haben diesen Panzer. Der ist noch nicht freigeschaltet, oder? Doch? Nee? Ich habe keine Ahnung, warum die so dunkel sind. So. Ach ja, hier unten sieht man das dann. Okay, alles klar. Gut, ja, wie gesagt, hier haben wir noch gar keine. Also wir haben im Endeffekt bloß die hier. Aber da würde ich sagen, dann nehmen wir natürlich den hier erstmal, ne? So. Dann kann man das irgendwie automatisch machen. Setting Flag. Nee, das da. Kann man hier nicht einfach einstellen, Leute, CPU-Level. Lassen wir das einfach mal. Mal gucken, ob es funktioniert. Ob er mich dann auch spielen lässt. Sagen, let's go. Wir müssen erst hier Teams erstellen. Okay. Ja. Random. So, CPU. Machen wir einfach mal. Wir machen mal das volles Programm hier, würde ich sagen, Leute. So. So. Machen wir hier. So. Und als Gegner nehmen wir. Welche Einheit nehmen wir denn eigentlich? Wen können wir denn eigentlich nehmen? Haben wir überhaupt schon eine freigeschaltet? Nope. Okay. Dann bleibt es einfach jetzt mal so, wie es ist. Dann nehmen wir mal einfach hier mal komplett durch. Wir machen richtig Action jetzt hier rein, Leute. Meine Damen und Herren, richtig Action in Freeplay-Modus. Und somit haben wir jetzt komplett alles drin. Und so könnten wir eigentlich starten. Let's go. Yeah. So, mal gucken, wie ich abschneide, wie ich hier überhaupt was reise. Ja, jetzt schauen wir mal erstmal. 5 Minuten geht's jetzt hier. 5 Minuten das Battle. Und ich kenne diese Karte rein gar nicht. Aber kann gut sein, dass es dann am Ende doch ein bisschen klappt. So. Ja, let's go. This is the flag tank. Wo sind die Gegner? Bleiben die stehen oder so? Oder tun sie sich irgendwie barrikadieren irgendwo in den Schützengraben? Autsch. Nein. Kack. Wahnsinn.
Wir haben ganz gut hier, ne? Wow. Jetzt haut er ab, oder wie? Geht ja mal gar nicht. Bleiben Sie stehen! Hier ist die Freiheit. Hier ist die Fahne. Okay, wir haben da vorne Hacker. Das sind ja zwei Stück. Oh mein Gott. Okay, es scheint bald down zu sein. Nee, immer noch nicht. Okay, er ist bald fertig. Ah, verkackt. Oh. Okay, wir haben ein weniger. Wir müssen uns zurückziehen. Blau ist noch ganz gut am Start. Und hier hinten ist auch schon ein bisschen los. Kann man halt so gespielt, ich glaube, mit der Map nicht klar, oder wie? Ja. Wir müssen im Endeffekt auf jeden Fall mehr Leute freischalten, weil... mögen sie sich gegenseitig nicht. Was machen die da? Das stimmt mit euch nicht. Ah, wir abhauen. Ah, schon wieder zu früh. So, ja, aber auf jeden Fall schon mal weg. Ja. Kann ich eigentlich überschießen eigentlich so? Okay. Nein, schon wieder verkackt. Ah. Ja, so, wo ist die letzte? Da ist. Ah, ja. Also hier geht es im Endeffekt auch um die Panzer mit der Fläche. Da ich ja der Flachenfäcker bin, die hat daneben geschossen, habt ihr gesehen? Kam gerade mit voll die Ohr, jetzt hat sie gehört. Das ist ein ganz komisches Battle. Schön, hat Spaß gemacht. So ein kleines Quicktime-Event. Oh, schon gleich noch zwei Trophäen heute einkassiert. Wer hätte das gedacht? So, kriege ich eigentlich dafür auch Punkte für das Free-Match? Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Okay, also wir gehen dann wieder zurück. Wir haben das jetzt mal ausprobiert. Extra Match. Was haben wir denn hier? Also das ist Training. Mock Battle, Animation Battle, Flag Battle, okay. Ja, probieren wir das einfach mal, ne? Let's go! Das haben wir noch gar nicht ausprobiert im Fonds, sondern hier haben wir nur Flag Battle Fonds gemacht und jetzt kommt das Animation. Ich weiß jetzt nicht, es gibt ja noch das andere. Ah, wie heißt das? Last Man Standing, aber das, hat, das ist ja auch nicht. Destroy all of the humans, okay. Aua. Hit.
Weiter destroyed. Nächster. Also einmal gegen alle, oder wie ich jetzt hier? Also wie alle. Nein. Okay, das war knapp. Da-da-da. Nein, zu spät. Da kommt so. Ah. Ah, verdammt. Destroyed. Sehr schön. So wollen wir es haben. Zwei sind down. Boah, ich muss hier weg. Let me go, let me go, let me go. Aber schön, dass ich auch nach hinten gucken, wenn man nicht kommt. Okay. Oh, das Feuer ist. Okay, ich stehe auch scheiße. Oh ja, sehr schöne Perspektive. Da kann ich. Oh, jetzt habe ich daneben geschossen. Ah, schon wieder zu spät. Das Nachladen, da muss ich noch dran üben. Auf jeden Fall der. So, jetzt ist halt nur die Frage. Ach, da hinten, seht ihr das? Shit, etwas zu früh. Also hat man echt ein kleines Fenster. Oh. Okay, alles klar. Noch stehen wir noch gut da. Ich hab... Ich kann sogar Sprachen. So, jetzt ist der andere Panzer weg. Hat sich versteckt. So, alles bloß wo. Fährt er jetzt da unten? Ich hab gerade was gesehen. Zeit ist auch im Start, okay. So, weiter geht's. Ich glaub, da drin. Ah, daneben. Zeitfenster vom Nachladen sehr schön. Und destroyed. Sehr schön. Ich habe es jetzt noch nicht so wirklich mitbekommen, wo man hier hinschießen muss, um genug Damage zu machen, aber ich denke mal, hinten ist es auf jeden Fall bei Panzer, weil vorne immer die Front sehr geschützt ist. Und wir sind auf Level 8 hochgestiegen. Wow, Time Bonus, sehr schön. Victory. So. Es ist halt nur die Frage, wie viel... Was ist jetzt los? Ah, wir kriegen einen neuen Panzer, Leute! Wir kriegen einen neuen Panzer! Panda, ich begrüße Sie! Juhu! Ah, ja. 48T Tank BMKC. Okay. So. Crew haben wir ein neues. Okay, ein Tank und Tank Commander. Nice. Sehr schön. Und ich habe gerade eine Sprachnachricht bekommen. Warum auch immer. Auf mein Handy. Mitten in der Aufnahme. So. Okay. Ach, jetzt verstehe ich. Das ist hart und dann auf Extreme. Extreme. Wollen wir Extreme mal probieren? Ich habe irgendwie Bock drauf. Aber ich bin mir unsicher, ob ich das machen soll. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, ob ich hier mal Extreme probieren soll. Und dann machen wir das auf jeden Fall in der nächsten Runde, im nächsten Video oder übernächsten Video, würde ich sagen, weil ich heute, denke ich, mal zwei Stück mache. Und ja, machen wir einfach mal schauen. Das gehen wir als nächstes Domination Battle. Wir checken alles. Okay, wir können ja hier noch die Einheit auswählen. Wen nehmen wir denn eigentlich? Ja, Tea Time.
月刊戦車道編集部からイベントの招待状が届いてます。そう。どんな内容？主催は月刊戦車道編集部とインドのマハラジャ。これは随分大きなスポンサーを連れてきましたね。5戦勝ち抜けばそのマハラジャさんより伝統と格式あふれるデリシャスなプレゼントが用意されているみたいです。私は知らないのですが、インドのマハラジャさんってそんなに有名な方なんでございますか？そうね、有名といえば有名だけど、マハラジャは人の名前ではなくてよ、ローズヒップ。有名だけど人の名前じゃないでございますか？何かの謎なぞでございますか、タージリン様？マハラジャはラージャと呼ばれるインドの貴族の中で、とりわけ権勢を持つ人のことをそう呼ぶのよ。マハーラージャとも言うわね。すみません、アッサム様、もう一度お願いしてもいいでございますか？ローズヒップさん、マハラジャさんは簡単に言うと偉大な王様ということですよ。ああ、インドの偉い王様ということでございますね。それならよくわかりますわ。ありがとうございますですわ、オレンジペコさん。ところでダージリン、勝ち抜きの商品は伝統と格式あふれるデリシャスなプレゼントとだけで、具体的には何も書かれていませんが。そうね、知性で予測しろということかしら。なかなか会話の妙を楽しめるお方のようね。インドで伝統といえばサリーでしょうか。可愛いから私一回着てみたかったんですよね。現代のマハラジャは格式あふれる豪華な屋敷をホテルにもしているようだから、そのホテルへの招待かもしれないわね。デリシャスといえば私カレーライスは大好きでございますわ。一度にたくさん作れるし、お皿も一人一枚なので家族も大喜びなのでございますわ。みんな肝心なことを忘れてないかしら。インド、伝統、格式、デリシャス、この要素を兼ね備えたもの、それは紅茶ですわ。ああ、そして提供がマハラジャとなれば、ただの紅茶ということはありえない。さしずめ紅茶畑といったところかしら。紅茶畑ですか。黒森姫やプラウダ、そしてあの大笑い女子とも戦うことになりそうですね、ダージリン。セントグロリアーナ女学院専用紅茶畑、良い響きね。みんな聞きなさい、私たちの戦車道、今こそその進化を発揮する時ですわ。はい、頑張りましょう、ダージリン様。Jetzt mal, genau. So, Driving Lost Loots Match, Swamp, Karte, Barry Girls, Halbschuhe und Survival Battle. Oh, das hört sich interessant an. Überlebenskampf. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Muss man jetzt alleine gegen alle kämpfen? Oder muss mir vielleicht noch einen Kochtopf herstellen, ein Lagerfeuer, dann muss ich vielleicht Essen kochen, dass ich dann überlebe. Das wäre auch nicht schlecht. So ein riesen offene Welt. Und dann halt mit Essen und alles drum dran. Das wäre auch nicht schlecht. So ein Überlebenskampf mit einem einzigen Panzer und dann durch die Welt fahren. セントグロリアーナの戦車道にはございませんの。ダージリン様のおっしゃる通りでございますわ。ですがダージリン様、ブラウダの重戦車はやはりかなりの脅威ではないでしょうか。あっさに。ブラウダの重戦車は確かにデータ上は我が子より強力けれど、強力ゆえに重い KV-2 の砲弾、 T-34 の狭い車内というデータを加えると、どうしても装填は私たちより不利になる可能性が高い。その通りよ。脅威をただ恐れるのではなく、脅威を見極め隠れている突破口を見出す、これがデータの使い方なのよ、オレンジペコ。勇気とは恐怖に抵抗し克服することである。恐怖を抱かないことではない。マーク・トゥエインですね。どんな相手にも必ず脅威となるものがある。私たちは大洗からそれを学んだわ。はい、ダージリン様、情報を制する者は戦いを制すですね。戦いは試合の開始前から始まっているの。
試合が始まってから慌ててしまうようではとても勝利は望めないわ。私にはよくわからないお話でございますが、やっぱりすごいですわ。ダージリン様、アッサム様、カチューシャたちが装填のことに気づいてないとでも思ってるの？所詮データはデータでしかないじゃない。確かにデータはデータでしかないわね。でも航海における羅針盤のようにデータは私たちを導いてくれるわ。どんな試合でも勝利への道は必ずある、そういうことですね、ダージニー様。ふっ、言葉だけならいくらでも言えるわ。試合で決着をつけてあげる。そうね、戦車道は砲弾で語り合うもの。行きますわよ。了解です。はい、ダージニー様。セイグロ1の俊足がお優雅にぶっちぎってお差し上げですのよ。カチューシャが返り討ちにしてあげるわ。プラウダ高校出撃するわよ。ルールは特別なものとなっているから注意してね。Man könnte fast meinen Deutschland gegen Russland. それでは試合を始めます。 Survival time。Das ist schon mal interessant. Ja.
Au. Können wir erst gleich down? Also die down. Ah, zu spät. Halt zu spät, Mann. Moment. Time is up. Game ended. Okay. カチューシャが負けるなんて今日は運が悪かったのよ。で、言いたいところだけど、勝負は時の運とはよく言うけれど、そうでないときもある。はい。プラウダの伝統的な戦術の傾向、現指揮官の作戦展開の思考予測、データは十分揃っていましたね。カチューシャ、データも悪いものではないでしょ。 怪しいけど、カチューシャがどんな指揮をするかっていう癖まで調べ上げたってことでしょ。それでこの結果なら認めるしかないじゃない。でもアッサムさんも、データとおっしゃいますが、私には、ただ文字や数字が並んでるだけにしか見えないのでございますが、これが何の役に立つのか。そうね、データというのは、ただ集めるだけでは何の役にも立たないのよ、ローズヒップ。 データを本当の意味で生かすには、集めたデータを通して対象を深く理解するのが大切よ。それこそ恋人以上のね。恋人ですか。とてもよくわかります。深い理解には対象への深い愛情が必要なのですね。Разумеется, именно потому что нам дорог объект, мы должны узнать все до самых мелких подробностей. なんかちょっと寒くなってない？カチューシャの背筋がゾクゾクするんだけど。恋人や愛情はよくわかりませんが、データが大事だということはよくわかりました。よくわかりませんでしたけど、愛情でぶっちぎればいいということでございますわね、アッサム様。成功するか否かは、その人の能力よりも情熱による。チャールズ・バクストンですね。ええ、そうよ。 Tja, der Reichsadler hat gewonnen gegen Russland, das sagt schon mal viel aus. Und wir sind Level 10 geworden, sehr schön. Und was kriegen wir auf Level 10? Da bin ich mal gespannt. Neue Crew, okay. Akebi Sasaki, ja, alles klar. セグロの戦車道、ご覧になって遊ばして、なのですわ。はしゃぎすぎよ、ローズヒップ。まだまだ先は長いのよ。その通りね、アッサム。過去の勝利は未来の勝利を約束しない。次の戦いはもう始まっているのよ。アルベルト・ザッケローニですね。その通り。さすがオレンジペコ。優雅な戦車道に油断は不要。 So. Ja, dann haben wir wieder ein Flag Battle im Park. Komme ich eigentlich ja nicht zurück oder so? Ist ja doof gemacht irgendwie ein bisschen. Dass man ja hintereinander das machen muss. Da müsste man echt eine längere Folge machen, weil irgendwie anscheinend hier das nicht ist, was ich eigentlich wollte. Ich wollte eigentlich nur mal reinschnuppern, was uns hier erwartet, aber anscheinend, ja, ist das doch ein bisschen mehr wie gedacht. Ja, da haben wir jetzt die hier im Endeffekt, da würde ich sagen, skippen wir das einfach mal.
Und gehen dann direkt raus halt, weil das wollen wir jetzt eigentlich im Endeffekt nicht. War jetzt nicht geplant. Ich kann nichts machen. This is the flag tank. Ja, capture the flag, Game Start. Und dann würde ich sagen, return the menu. Yes. Und dann kommen wir auch hier schon von dieser Folge schon wieder zu Ende. Ich glaube, das ist die Nummer 3 hier. Und dann sehen wir uns natürlich in Folge 4 wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr liken, kommentieren, abonnieren, du, denn euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Würde ich sagen, dann hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn es hier darum geht. Warte mal, die Delfine kommen mir bekannt vor. In Thailand gibt es auch eine Stadt, wo Delfine auf den Straßenrändern rumstehen. Naja, auf jeden Fall egal. Zurück zum Spiel. Wie gesagt, wir sind Level 10 und beide auf Level 11. Und ja, in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall die Story weiter, weil wir brauchen Panzer etc. Oder wir machen ein extra Match, keine Ahnung, auf Hard. Das wird sich noch herausstellen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und mit einschalten tut. Denn, ja, wie gesagt, Girls and Panzers ist ein tolles Spiel, macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, für alle anderen, ja, hoffe, ihr hattet euren Spaß und gute Unterhaltung. So, und somit, ich verabschiede mich am besten hier mal schnell. Also dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!